Habe ich jetzt mal wirklich was Cooles. Das ist von F23. Hier steht auch die Marke drauf. Ein dreiteiliges Kofferset. Was ist an einem Kofferset so besonders? Ja, das ist der Aufdruck. Das Ding heißt, glaube ich, F23. Wie heißt es? Jerry Can oder so? Dann gucken wir nochmal. F23, die haben... Okay. Garantie 2 Jahre, Garantieschein brauche ich gerade nicht. Okay, hier ist das Zahlenschloss an der Seite. Dafür sollte ich es mal behalten, weil ich es nicht weiß. So, jetzt packen wir das Ding mal aus. Auf jeden Fall. Es ist halt ein dreiteiliges Kofferset. Deswegen muss ich das hier mal rausziehen, öffnen. Zack. Zahlenschloss geöffnet. Na? Ah, es klemmt was hier drin. Nein, Plastik, okay. Wartet mal. Okay. Okay. Öffnen wir das dreiteilige Kofferset mal. So. Das kommt. Und hier hätten wir noch einen Koffer. Okay. Ganz schön eng hier alles. Ich werde den mal zur Seite packen. Also hier haben wir einmal den großen Koffer. Welcher vom Design her. Ich habe ihn nur deswegen genommen, weil es natürlich echt mit diesem Benzinkanister sehr cool aussieht. Ich werde mal einen kleineren Koffer nehmen. Das geht hier nicht. So, hier hätten wir die kleinere Version davon. Die kann man jetzt auch ein bisschen besser sehen, glaube ich. Zack. Der Code. Hier ist einfach nur... wie der Code voreingestellt ist, auf 3x0. So, weg damit. Zack. So, ganz normaler Hartschalenkoffer. Was auch cool ist, ist von der Seite mit der Kanne bedruckt. Von der Seite, mit der Kanne, mit dem Benzinkanister bedruckt. Hier ist eine Schutzfolie, die man entfernen soll. Keine Ahnung, warum sie da ist. Entfernen sie, lässt sich natürlich nicht richtig entfernen. Ja, so sieht das Ding auf jeden Fall aus. Mit Rollen drunter. Zahlenschloss hier an der Seite. Alles voreingestellt auf 0. Na. Und da ist natürlich noch Koffer Nummer 3 drin. Habe ich wirklich wenig für bezahlt. F23 macht ziemlich coole Koffersets. Gerade vom Design her, finde ich. Also von dem Aufdruck, der da drauf ist. Okay. Naja gut, wenn man hier den... Ist der jetzt schon richtig abgezogen? Weil normalerweise ist der nochmal... Ja. Hat man einfach nochmal über dem ganzen Koffer eine komplette Folie drüber, ist ja klar. Dann sieht der noch vom Design her... der sieht sogar noch cooler aus. Mit der Folie hat das alles so matt gewirkt. Und jetzt glänzt er sogar richtig schön. Na? Ich hoffe, man kann es auf dem Video halbwegs erkennen. Okay, jetzt sieht er wirklich mal richtig, richtig gut aus. Oh mein Gott. Also jetzt sieht der Druck richtig Hammer aus. Na?
würde auch gerne noch den Rest hier abziehen. Ich sehe ihn auch gerade gar nicht so richtig. So. Kann man es gut erkennen. Ich die Kamera noch mal ein bisschen verstellen. Ja, das Licht ist nicht mehr so perfekt. Aber das Video hat euch gefallen. Ich werde den Koffer werde ich auf jeden Fall unten verlinken, wo ich den her habe. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.